Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein Haul und zwar ist heute eine China-Bestellung angekommen und nach der Arbeit war ich auch beim Tidi shoppen und das wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Sowie wollte ich euch eine kleine bzw. große DVD-Box zeigen, die ich mir jetzt auch bestellt habe. Die ist Samstag gekommen, leider konnte ich es erst Montag von der Post abholen, aber ich bin so mega glücklich. Ich habe es schon auf Facebook ein Bild dazu gepostet und ich wurde dann privat angeschrieben und wurde gefragt, wie viel ich denn dafür bezahlt habe. Und ich habe dann gesagt, ich werde es im Video erwähnen, weil ich mich so darüber freue. Und ja, ich habe mir nämlich die komplette DVD-Box Unsere kleine Farm bestellt. Und zwar diese hier. Die schaut jetzt so aus. Also sie ist relativ groß und sehr, sehr schwer. Und die ist total toll aufgemacht. Also man sieht hier, ne, also sie ist wirklich groß. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal kurz von innen. Das haben sie total toll gelöst. Und soweit ich weiß, gibt es erst diese DVD-Set-Box wieder seit November 2013, also noch nicht lange. Und das haben sie hier total toll gemacht. Und hier oben stehen die ganzen Staffeln jeweils. Und es sind 10 Staffeln, es sind 210 Folgen und es ist sehr, sehr, sehr lange Laufzeit. Ich bin momentan Staffel 1, Disc 4, Folge 9. Also ich habe mir jetzt schon 8 Folgen plus den einen Film angeguckt, der am Anfang kam. Total toll. Und was ich auch super daran finde, man hat halt die einzelnen Staffeln hier, die schauen alle vom Cover auch anders aus, logisch. Spielen hier immer andere Schauspieler mit. Und hier hinten sind halt dann die ganzen Folgen drauf und wer halt die Hauptcharaktere in dieser Staffel sind. Und ich bin jetzt hier Disc 4, Folge 9 muss ich mir jetzt angucken. Und hier habe ich mal halt den bei Disc 1 den Film angeguckt, der lief 90 Minuten, glaube ich. Und dann habe ich mir halt letzten Tage schon immer so ein paar Folgen angeguckt, was wirklich toll ist. Und ich bin so begeistert. Das ist wirklich so, so schön. Und ja, jetzt komme ich mal zu dem Preis, was ich dazu sagen wollte. Ja, es war nicht ganz billig. Ich habe lange überlegt, ob ich es mir bestelle. Aber durch ein kleines Ereignis habe ich mir gedacht, was halt positiv in meinem Leben ist, habe ich mir gedacht, Steffi, du musst dir auch mal was gönnen. Und ja, deswegen habe ich mir das gekauft. Und ich habe viele Preise verglichen bei vielen Anbietern und habe jetzt diese DVD-Box für 88 Euro bekommen auf eBay mit kostenlosen Versand. Ich weiß nicht, wie viel da noch verfügbar waren. Also der Verkäufer hatte, glaube ich, über 80 Stück und ich hatte, glaube ich, das vorletzte. Ich glaube, da war nur noch ein Artikel dann verfügbar. Deswegen, es lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht, dass ich das in der Infobox verlinke. Also falls doch Interesse noch besteht, kann man mir ja nochmal schreiben. Auf jeden Fall habe ich das für 88 Euro bestellt und ich muss sagen, das war definitiv das günstigste Angebot. Da gab es teilweise Angebote 195 Euro, dann viel war bei 130, 140 und ich muss sagen, das wäre mir definitiv zu teuer gewesen. Bei Hugendubel haben sie es momentan, oder beziehungsweise wo ich geguckt habe, für 100 Euro Rabatt gehabt. Da waren, glaube ich, es war ursprünglich mal 130, da haben sie es auf 100 dann runtergesetzt. Ist natürlich teuer. Ein Kumpel von mir hat gesagt, du hast sie nicht mal alle. Sowas würde ich, so viel Geld würde ich dafür nie ausgeben. Ja, aber ich wollte es einfach haben, weil es ist einfach so, wenn ich in die Arbeit gehe, entweder wenn ich Frühschicht habe, dann wird es immer sehr knapp, es am Nachmittag anzugucken. Und wenn ich Spätschicht habe, ist es immer sehr knapp, am Morgen mir das anzugucken. Und das mit Werbung und so mag ich auch nicht. Und mittendrin, man hat die Folge wieder verpasst und dann die und dann kommt man nicht rein und ja, finde ich ein bisschen doof, deswegen muss ich es mir bestellen und ich bin so glücklich. Und meine beste Freundin hat auch gesagt, wow, sie möchte die auch dann sich ausleihen, wenn ich dann mit der ersten Staffel durch bin, möchte sie die erste Staffel haben. Und ja, also zu viel zu dem Unsere kleine Farm-DVD-Box. Ich tue die jetzt mal irgendwie zur Seite, weil die ist auch sauschwer. Und ich muss sagen, die war super, super gut verpackt gewesen. Also ich habe einen riesen Karton gehabt und ich bin mit dem Fahrrad zur Post gefahren. Und die Post ist bei uns genau am anderen Ende und ich brauchte ungefähr 40 Minuten da hinten auf dem Rückweg über eine Stunde, weil es einfach so viel und sperrig war. Das war so gut gepolstert, also wirklich ganz, ganz großes Lob an den Verkäufer. Und ich komme jetzt zu den Sachen, die ich heute bei Tidi geshoppt habe und danach zeige ich euch die Sachen, die aus China heute gekommen sind. Und zwar bin ich spontan heute zum Tidi gefahren nach der Arbeit und einfach so zum Gucken und ich habe sage und schreibe schon wieder 24 Euro bei Tidi gelassen oder 23, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, ich habe unter anderem Boxen gekauft. Die hat nämlich wunderschöne Boxen jetzt im Angebot. Zum einen diese tolle hier, die möchte ich haben. Da habe ich
jeweils zwei gekauft von den kleinen hier, weil die möchte ich halt für euch haben, für Tauschbäckchen oder für Überraschungspost, dass ich das da rein, also dass es einfach schön verpackt ist. Und ja, pro Box haben wir jetzt hier 55 Cent und war völlig in Ordnung. Von denen habe ich nämlich zwei gekauft, also von der Box. Finde ich ganz, ganz toll. Und ja, die haben momentan, glaube ich, viele neue Boxen. Und ja, das sind zwei von denen. Und dann habe ich zwei von diesen hier mitgenommen. Auch die finde ich total toll. Also schauen die von innen außen auch schon von innen schön. Und die hat jetzt auch 55 Cent, genau. Also wirklich günstig, habe ich auch wieder gesagt, so zwei mitgenommen. Super klasse. Also da wird demnächst sich der ein oder andere drüber freuen dürfen. Und dann habe ich noch größere Boxen mitgenommen. Die hatten da so Boxen im Vintage-Stil und ich bin fast durchgedreht. Ich hatte so viel in meinem Körbchen und habe es dann wieder alles rausgetan. Habe ich gedacht, du kannst doch nicht für 20 Euro schon Boxen kaufen. Zum einen hatten sie diese wunderschöne Box. Also ich bin dahin geschmolzen. Ich habe definitiv gesagt, ich werde definitiv da noch mehr von holen für Tauschpäckchen, also speziell dann für Tauschpäckchen und ja, weil die einfach wunderschön sind. Und die waren jetzt auch teurer. Die haben jetzt, sind auch größer als die anderen. Und die haben jetzt jeweils nicht 1 Euro gekostet, was die immer in der Größe kosten, sondern 1,50. Aber es musste einfach mit, das wunderschön. Und ja, das von innen sieht es so aus, so wieder auf alt gemacht. Und ich muss sagen, ich habe so ein Papier mal von Dani Preuß gehabt, was in diesem 20 Kilo Überraschungspaket drin war. Und das sah auch so aus. Und ich bin so begeistert davon. Also wirklich ganz, ganz großes Kino wieder mal. Und dann hatten sie auch noch mehrere Varianten. Und wie kann es anders sein? Ich habe mir von fast jeder Variante, die sie da hatten, eine mitgenommen. Eine habe ich nicht mitgenommen, die war aber auch total süß. Das war mit so Vögelchen. Der habe ich da gelassen. Da die einen, die hatten noch eine Box gehabt oder zwei und die waren total kaputt schon und deswegen habe ich sie da gelassen. Und ja, das ist die Nummer zwei. Auch wunderschön. Also mit Paris und mit dieser wunderschönen Frau. Und sie hat, glaube ich, Flügel, ist Engel oder Fee oder wie auch immer. Und es glitzert und es ist einfach fabelhaft. Und so schaut es von innen aus. Diesmal ist es braun. Auch diese hat 1,50 € gekostet. Und dann die letzte Box ist auch eine wunderschöne Box. Die finde ich so toll. Das ist diese hier mit dem Eiffelturm und auch dieser wunderschönen Dame mit diesem grandiosen Hut. Also den würde ich auch tragen. Und ja, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Auch 1,50 und ja, schaut von innen rosa aus. Finde ich wirklich toll. Ich werde definitiv noch mehr organisieren und ja, wenn euch das gefällt, definitiv mal bei Tilly reinschauen. Wie gesagt, ich komme ja oft nicht zu Tilly, weil bei mir der nicht unbedingt um die Ecke ist. Deswegen, ja, wahrscheinlich ist es für euch nicht mehr neu, sondern nur für mich. Aber ich wollte es dennoch sagen. Dann war ich. Also ich war ein Mega-Tidi. Ich habe ja mal damals gesagt, ich habe einen Tidi gefunden, der ist mega groß. Aber jetzt habe ich noch einen Tidi gefunden, der ist auch gar nicht mal so weit von der Arbeitsstelle von mir weg. Das brauche ich ungefähr eine Viertelstunde mit der Tram. Das ist super. Und ich komme trotzdem nicht so oft hin, weil es komplett in der Gegend, in gesetzten Richtung ist. Aber der ist noch viel, viel größer und hat ein Mega-Sortiment. Also der hat ganz viel, was ich bei den anderen noch nie gesehen habe. Auch am Bastelkram und so. Das ist Wahnsinn. Und die hatten heute diese kleinen Boxen hier. Fand ich super geil. Da hatten sie auch diese kleinen Schatztruhen, die ich bei Nanunana gesucht habe. Halt ein bisschen anderen farbig und formig. Waren aber auch sehr teuer. Die haben dort auch, glaube ich, knapp 3 € gekostet oder 2,50. Fand ich zu teuer. Und deswegen habe ich mir diese kleinen mitgenommen. Die haben ja so einen Schnappverschluss. Und so schauen die von innen aus. Kann man auch wunderbar mit Fimo befüllen. Wieder eine kleine Schatztruhe. Und der Effekt, dass hier oben nichts drauf ist, sondern dass ich mir meine eigenen Muscheln da drauf kleben kann, da habe ich ja dank euch schon einige. Und kann auch drauf noch was fimulieren, finde ich hier wunderbar. Und hat jetzt eine 1 € gekostet. Und dafür war es definitiv das andere nicht wert. Wären die anderen vielleicht für 1,50 gewesen, hätte ich es mitgenommen. Aber ja, für 2,50 oder 3 € war mir das definitiv zu teuer. Und das war leider nur die Größe. Und das war ein bisschen schade. So, dann geht's weiter. Wenn es jetzt ein bisschen raschelt, tut es mir leid. Ich habe es nämlich noch in der Tüte drin. Ich muss das jetzt mal so ein bisschen hier rausräumen. Aber es ging vorher nicht, weil vorher mein Schreibtisch schon ganz voll war. Bisschen doof. Moment, ich hab's gleich. So.
glaube, das müsste alles sein. Jetzt, yep, das war alles. Und zwar habe ich mir wieder mal meinen Lieblingskleber mitgenommen. Den hatten sie da auch und das war auch der letzte wieder im Regal. Sonst hätte ich mir wieder mehr mitgenommen. Aber der ist anscheinend sehr, sehr beliebt. Und ich habe zwar noch ein oder zwei auf Vorräte, aber die kann man nie genug haben. Ja, ich bin so ein Kandidat, ich verschütte nämlich auch mal. Ist letztens erst passiert und dann war die ganze, zum Glück, die ganze Schutzdecke drunter. Ne? Also das war wirklich Glück gewesen, wenn es auf den Tisch gegangen wäre. Ich glaube, meine Mom hätte mich gekillt. Wirklich, da wäre sie ausgeflippt. Was auch verständlich wäre. So, als nächstes habe ich zweimal diese, wie nennen sich die, Aufbewahrungsdose mitgenommen. Da hat sich aber meine Mama schon eine Packung gekrallt. Und die haben jeweils 1,50 € gekostet. Die sind wirklich super für kleine Perlen. Sie benutzt es für kleine Edelsteine oder wenn mal was übrig bleibt. Ist super. Ja, 1,50 € ist völlig okay. Es gibt auch solche ein bisschen größer bei, oder gab es mal bei Essence im Standardsortiment für diese Pigmente. Jetzt habe ich das Wort Pigmente. Und ja, aber ich finde die sehr, sehr toll und die tue ich auch gerne in Tauschbäckchen rein für kleine Sachen, für kleine Charms oder so. Das ist wirklich toll und ja, die Mama, wie gesagt, hat sich schon eins gekrallt. Ich muss nächstes Mal unbedingt da mehr von mitnehmen. Und ich muss sagen, ich habe heute bei diesem Tidi auch keine Fläschchen mehr gesehen. Also ich muss sagen, ich war letztens noch in einem anderen Tidi gewesen, da habe ich diese Fläschchen noch gesehen. Da hatten sie sehr, sehr viel, aber heute habe ich sie nicht gesehen. Und ich muss sagen, so genau habe ich zwar nicht geguckt, aber sie fallen ja doch eigentlich ins Auge. Aber ich habe es nicht gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe auch noch so, so viel. Also brenzlig wird es noch nicht, aber es wäre natürlich schade, wenn Tidi sie aus dem Sortiment genommen hat. Dann habe ich in der so Schulbedarfabteilung so eine süße Eulenbox gefunden mit Büroklammern. Die sind so niedlich, schaut mal. Und die hatten so verschiedene Farben und Formen. Und ja, musste ich einfach die mitnehmen. Die haben jetzt 1,25 € gekostet. Und was mich wirklich erstaunt hat, die haben momentan ganz, ganz viel Eulenmuster, besonders auch so Motivbretter zum Basteln, solche Frühstücksbrettchen, die ich ja benutze, mit Eulen. Und ich habe mich zusammengerissen und gesagt, Steffi, du brauchst das nicht, nur weil eine Eule drauf ist. Aber falls das jemand interessiert, sollte vielleicht mal vorbeigucken. Und ja, das ist natürlich auch ganz, ganz großes Kino. Heute sind 60 Büroklammern drin, 30 von jeder Sorte, denke ich mal. Und ja, ich fand halt mal bunte, sieht einfach schöner aus als die silbernen. So, dann habe ich zwei Schmuckkasten für Perlen mitgenommen. Da habe ich ja von der lieben Tine letztens mal eins bekommen, wo sie mir so ein kleines Set geschickt hat, was ich mal gezeigt habe, wo ich da meine Perlenengel-Sachen drin habe. Und ja, die gibt es ja bei Tidi, deswegen habe ich sie mitgenommen. Zweimal, jeweils 1 €, ist völlig in Ordnung. Und wenn die kaputt gehen, wie gesagt, 1 € ist nicht so tragisch. Da ich mir zum Beispiel bei Müller mal diese, wo ich meine geschnittenen Fimo-Canes drin habe, diese großen, wo ich einmal aufgemacht habe, ist mir entgegengebrochen. Das Ding hat 5 oder 6 € gekostet, eins. Da habe ich mir natürlich den Arsch gebissen. Und hier ist es natürlich, wenn es kaputt geht, war 1 € ist nicht so schlimm. So, dann habe ich mir so, was ich super cool fand, so 4 Luftpolstertaschen. Weil eigentlich gibt es hier nur in so eine riesengroß, also nur DIN A4 oder DIN A3. Und diesmal hatten sie es in 17 x 22,5 cm. Ich weiß jetzt nicht, was das in Inch beträgt. Also da müsst ihr nachrechnen, weil das ja manche auch in Inch rechnen. Aber in Zentimeter ist es jetzt 17 x 22,5. Und ja, das ist jetzt so groß. Und da drin werden meine nächsten Überraschungspäckchen weggehen. Denn ich habe schon ein paar Adressen angefragt von euch, die ich jetzt bekommen habe. Und die Tage wird... ich denke mal so Sonntag werde ich es fertig machen komplett. Heute ist Mittwoch. Braucht doch mal ein bisschen Zeit für. Und dann werden die nächsten Überraschungspäckchen auf die Reise gehen. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja. Dann als nächstes habe ich, ich zeige euch das, diese Lumenbands bestellt. Ich bin ein absoluter Noob drin. Ich kenne das überhaupt nicht. Also ich habe das jetzt auf Facebook so ganz viel gesehen, dass das so viele Leute gemacht haben. Und zwar diese hier. Und ja, ich habe mir diese Bilder hier angeguckt, wie man das machen soll. Ich Trottel habe das natürlich nicht so hingekriegt. Und dann habe ich mir im Internet einfach eine Anleitung angeguckt, wie man das mit Stiften machen kann. Und ich habe halt 2 Päckchen davon gekauft und das war jetzt halt das zweite. Das erste habe ich schon aufgemacht und ich habe schon eins fertig gemacht. Und zwar habe ich mir kein Armband gemacht. Ich habe meinen Schlüsselanhänger gemacht und total bescheuert. Und zwar, ich zeige euch den jetzt mal, das ist der hier. Also es war mein Übungsstück, es sieht jetzt noch nicht so hervorragend aus. Und hier oben habe ich mal so ein Schlüsselding reingesteckt. Und hier unten habe ich einfach einen Charme dran gemacht mit
Princess, dass es so ein bisschen meinen Look hat, weil es ist schon ein bisschen peinlich, aber naja, ich finde das fürs erste Mal ist es okay. Ich weiß nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss mich da erstmal durchfuchsen, wie man oder was man für Muster alles machen kann. Ich habe vorhin nur gesehen, dass so Blumen entstehen können und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich das erstmal so hinkriege. Und ja, die mit der Stiftmethode ist eigentlich ganz einfach und mal gucken. Ich muss sagen, ich hätte euch gerne jetzt auch noch die angefangene Packung gezeigt, aber meine Mutter hat sich jetzt die letzten gekrallt, also da waren schon noch mehr drin und sie macht sich jetzt auch sowas, weil sie das auch üben möchte und keine Ahnung, finde ich cool. Mal gucken, wie sie das macht und ja. Mal schauen. Deswegen durften die mit. Ich habe das noch nie gemacht und fand es jetzt immer mal interessanter. Das haben ja mehrere gepostet und ja, mal gucken, ob ich mich damit anfreunden kann. Weil ich weiß nicht, ob das so für mich noch als Armband. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen aus dem Alter raus, aber ich finde es trotzdem cool. Erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an die Scooby-Doo-Bänder von früher. Muss ich auch mal unbedingt mal wieder machen. Gibt es ja immer mal wieder noch zu kaufen und habe früher Scooby-Doo geliebt. Ich denke mal, das werden sich ja mehrere noch erinnern können. Dann habe ich mir noch mal die Sticker mitgenommen. Und zwar einmal diese wunderschönen Sticker. Die nennen sich Blumensticker. Da hatten sie auch viele, viele Varianten von. Und die sind wunderschön. Dort sind sogar zwei Blätter drin. Zwei Blatt, 36 Stück hier oben für 1 €. Fand ich in Ordnung, deswegen durfte es mit. Und dann habe ich zum Schluss noch zwei süße Schaumstoffsticker, diese Puffy-Sticker. Die liebe Swantje so gern benutzt. Und zwar diese hier. Und die sind so süß. Das ist im Zirkus. Und schaut euch mal bitte diesen Kameraden hier an. Also der ist so knuffig, der Elefant hier. Und auch hier der Löwe ist total süß, Simba. Total knuffig. Moment, fokussiere, danke. Also wirklich ganz großes Kino. Ja, kein Kommentar dazu, den verbanne ich aus diesem Ding raus. Ja, die Melli wird sich jetzt wieder den Arsch ablachen. Weil, ja, Clown und so ist ja, ne? Ich denke mal, es haben ja einige gesehen von euch. Auf jeden Fall, wirklich schön, auch für 1 € Schaumstoffsticker. Und dann habe ich mir nochmal Schaumstoffsticker mit glücklichen Tieren gekauft, den ich jetzt mal. Und zwar diese hier. Und da ist das Schwein so süß. Schaut euch mal dieses mega süße Schwein an. Das ist so niedlich. Und hier auch die Kuh und das Pferd. Also es ist wirklich ganz, ganz knuffig. Und der Hund streckt die Zunge raus. Also es ist wirklich ganz großes Kino. Und ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Das war einfach viel zu süß, um es liegen zu lassen. Und ich als Sticker-Junkie muss das einfach haben. Und ja, deswegen durfte das auch noch mit. Genau, das war das, was ich bei Tidi heute gekauft habe. Und jetzt zeige ich euch noch das, was von China gekommen ist. Und zwar habe ich zwischendurch heute zu Hause angerufen, weil ich was wissen wollte. Und dann hat die Mama gesagt zu mir, ein Päckchen aus China ist gekommen. Und ich so, mach auf, ich will wissen, was drin ist. Weil ich erwarte ja mehrere Päckchen, einmal mit Ohrringhaltern und einmal mit Gliederketten. Und das Päckchen, was jetzt gekommen ist, ist mit ganz vielen Schlüsseln, weil ich ja diese Perlenschlüssel momentan so mache. Und ich habe mir vor 2 Wochen bei dem einen Shop, wo ich schon mal die Schlüssel bestellt habe, wo der Verkäufer das nochmal gesendet hat, habe ich wieder bestellt, weil der so kulant war und so freundlich, dass ich mir gedacht habe, der hat das nicht mit Absicht gemacht. Und ich muss sagen, jetzt kam das Päckchen innerhalb von 2 Wochen und ich bin wirklich begeistert. Und es kommt aus, glaube ich, aus Hongkong? Ich weiß es nicht. Nein, Jinhua. Jinhua. Wo das auch immer ist. Auf jeden Fall zeige ich jetzt, dass es da gekommen ist. Es ist mal wieder nicht wenig. Und ich muss wirklich sagen, top. Und ich werde definitiv bei dem Verkäufer wieder bestellen. Und ich verlinke alles zu dem Verkäufer in der Infobox, also den Link zu seinem Shop. Und ja, zum einen habe ich mir diese Schlüssel bestellt. Da habe ich ja auch welche schon an der Kette gemacht. Das sind jetzt 10 Stück. Was ich toll fand, bei ihm kann man oder bei dem Verkäufer kann man Sets bestellen mit 50, 60, 70 Schlüsseln. Oder man kann hier solche, wo gleiche drin sind. Und ich habe mich entschieden, mir solche gleichen zu bestellen, weil es gibt einfach Schlüsselsets wie das letzte. Es war zwar toll, aber so kleine Schlüssel kann man leider mit Perlen nicht viel machen. Und ich möchte die halt viel für Perlen jetzt nehmen. Und ja, deswegen habe ich mir die jetzt bestellt. 10 Stück. Und ich glaube, die haben jetzt botigen 2 € oder so. Das war völlig in Ordnung. Also wirklich, das war nicht so wirklich der Rede wert. Ich habe auch nicht so viel jetzt diesmal bezahlt wie das letzte Mal. Genau, da habe ich 10 Stück von bestellt von diesen tollen Schlüsseln. Und die sind wirklich auch relativ groß, wie man sehen kann.
Dann habe ich mir nachbestellt diese ganz, 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 ganz großen Schlüsseln. Also die finde ich auch super klasse. Da sind jetzt 15 Stück drin. Und da habe ich ja einer meiner ersten Schlüssel gemacht und die sind so toll. Die schauen so aus. Die sind jetzt nicht ganz so groß, aber ich liebe sie. Und da kann man so wunderschön mit Perlen arbeiten, weil der ist so verspielt und einfach zuckersüß. Ja. Finde ich auch toll, dass es mal größere Mengen sind. Kann ich wieder was in Tauschbäckchen reinpacken. Und ja, finde ich wirklich toll. Genauso wie... Moment, falsch. Na, da sind sie. Diese Schlüssel. Ich hole das jetzt gleich mal raus. Diese hier. Auch den finde ich toll. Kann man hier oben schon schön arbeiten. Also ich habe mir nur Schlüssel bestellt, die auch in diesem Set mal drin waren. Und deswegen habe ich schon mit den Schlüsseln gearbeitet. Und ich weiß, dass das wunderbar funktioniert. Und dort sind, man kann es nicht mehr lesen, glaube ich, 10. 10, hier oben steht es, 10 Stück. Wenn man das irgendwie erkennen kann. Finde ich auch völlig in Ordnung. Dann habe ich mir ganz viele kleine Schlüssel bestellt, aber mehr so für Charms. Und zwar diese hier. Da hole ich natürlich jetzt auch gleich eins raus. Dort sind 90 Stück drin. Also eine ordentliche Menge, auch wieder für Tauschbäckchen. Und zwar diese hier, die finde ich so toll. So schauen die auch so schlicht. Und wenn man ganz kleine Perlen hat, gibt es ja manchmal, kann man vielleicht sogar da eine Perle reinhängen. Das muss ich mal gucken. Und das mag jetzt überhaupt nicht fokussieren. Bitte einmal fokussieren. Danke. Also der ist wirklich ganz, ganz toll. Freue ich mich sehr drüber. So, dann ist als nächstes gekommen, sind glaube Feen. Feen, ja. Sind so Feen-Charms. Die sind relativ groß. Ich dachte, die wären kleiner. Weiß nicht, warum die so groß sind. Hab immer wieder nicht durchgelesen. Und zwar sind das diese Süßen hier. Sind nämlich so ein bisschen Tinkerbell-mäßig. Ja. Hat, ja, aber auch nicht teuer. Ich glaube, 1,83 Euro oder so. 20 Stück war völlig in Ordnung. Sind ein bisschen groß, aber lässt sich bestimmt auch was Schönes mitmachen. Ja, die kamen. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die gekommen sind. Zum einen diese tollen hier. Das zeige ich euch gleich genau, was es ist. Dort sind 10 Stück drin. Das sind wie so kleine, ich nenne es jetzt mal Welten. Ich weiß nicht, ob die einen Fachbegriff haben. Und ja, da sind so, da ist jetzt ein Kolibri drin. Oder ich hoffe, das ist ein Kolibri, sonst wäre es jetzt peinlich. Ich glaube, das ist ein Kolibri. Und er ist halt so eine Blume und ist wie so eine kleine, als würde der auf einer Wiese fliegen. Und die sind so süß. Also wirklich, ja, ganz, ganz goldig. Die mussten einfach mit und die sind auch wirklich Anhänger schön. Also die Größe ist schön und ich kann mir super vorstellen, damit tolle Anhänger zu zaubern. Und ja, also 10 Stück kann man was mit anfangen und ich bin auch bereit dafür, was abzugeben, falls jemand mal was möchte davon. Denn die sind wirklich klasse. Und dann habe ich mir auch noch was in Bronze bestellt. Das ist auch mein letztes Päckchen. Naja, reicht ja auch eigentlich. Und zwar ist es das hier. Moment, so rum, genau. Und das ist der Oberhammer. So, bitte einmal fokussieren. Schaut euch das mal an. Ist das nicht der Oberburner? Da oben hockt eine Katze und hier unten ist wie so ein Kleid und es ist wie so eine kleine Welt. Das ist wunderschön. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz, ganz große Sachen mitmachen. Auch hier kann man wieder vielleicht mit Perlen arbeiten. Da muss ich ein bisschen rumprobieren und was ich mir auch gut wieder vorstellen könnte, man könnte es natürlich definitiv auch als für Papier her, also für Scrapbooking hernehmen, für Karten oder so. Ich denke mal, da kann ich mir auch was ganz Tolles mit einfallen lassen. Und ja, so meine Lieben, das war meine geschoppten Sachen, was ja auch wieder wirklich definitiv zu viel ist. Aber nichtsdestotrotz, manchmal muss das einfach sein, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald, meine Lieben. Tschüss!